ca. 250 Personen. Und dieser Zusammenschluss war etwas sehr Schönes, was für Damenruhe auch sehr bereichernd war. Sie haben dann verschiedene Gewerke besucht von Damenruhe auch. Das ist die Werkstatt, wo selfische Strukturen hergestellt werden. Selfische Strukturen, wir haben gerade noch ein paar Prospekte da, das ist eine ganz große Besonderheit, die Damenruhe entdeckt hat. Ist etwas, was seit vielen, vielen Jahren, also ja, seit Jahrhunderten in Vergessenheit geraten ist und bei den Forschungen wieder entdeckt wurde, kommt aus dem arabischen Raum und hat die Möglichkeit, dass der Mensch auch mit Intelligenzen zusammenarbeitet, die nicht gerade jetzt in unserer Zeitspur inkarniert sind. Ein sehr interessantes Thema. Die Leute von Tamera haben ein sehr großes Interesse dafür gehabt, weil sie verstanden haben, worum es da geht. Das hier, ich bleibe immer nur bei diesem Kurs, könnte aber zu diesem Vortragsthema könnte ich also die verschiedensten Gruppierungen zeigen. In den Baumhäusern, wo ich vorher die Bilder gezeigt habe, wohnt unter anderem auch die Gucciatula und sie ist von Anfang an der Baumhausgründung dabei gewesen, oder der Baumdorfsiedlung oder Baumsiedlunggemeinschaft in der Nukleo da oben im Wald. Und das, was sie da macht, ist Pflanzenmusik. Es ist bekannt, dass Pflanzen eine eigene Ausdrucksform haben, dass aber ohne ein Wissen und ohne Hilfsmittel eine direkte Kommunikation mit Pflanzen nicht möglich ist. Ich glaube, einige von Ihnen waren, wir haben einmal bei uns in Damenruhe Wien so ein Pflanzenamt gemacht, warst du damals dabei, Günther? Glaube ich nicht, oder? Es waren einige auf jeden Fall schon, auch aus dieser Gruppe waren da dabei, da haben wir gezeigt, wie so etwas funktioniert. Es gibt die Möglichkeit, die Schwingungen der Pflanze zu erfassen, technisch zu erfassen und dann umzusetzen, zum Beispiel über einen Synthesizer, um es in Musik zum Ausdruck zu bringen. Das ist das zum Beispiel, was hier passiert. Diese Pflanze ist angeschlossen an den Klemmen, an diesen Abnehmern, eine ist oben in den Blättern und eine ist unten in der Erde. Und dieses Spannungspotenzial, diese Differenz, wird erfasst und über die Anlage in Musik umgewandelt und hörbar gemacht. Und man kann dadurch sehr gut erkennen, wie die Pflanze auf Menschen reagiert. Wenn neue Leute dazukommen, neue Menschen dazukommen, wird sie total still, dann schaut sie mal, was sich verändert hat. Nach ein paar Minuten beginnt sie dann wieder Musik zu spielen. Und wenn man das mit einer Pflanze länger macht, dann beginnt sie sogar sich selber zuzuhören und in Reflexionen Kompositionen zu machen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Damenruhe hat dann auch versucht, dieses Thema auszuweiten. Und was glauben Sie, wo das gelandet ist? Die haben versucht, festzustellen, ob die Pflanze zum Beispiel den Hausherrn erkennen kann, wenn der am Abend nach Hause kommt. Und haben statt einem Synthesizer, statt einer Musikanlage, Servomotoren angehängt, die die Haustür aufmachen. Und die Pflanze hat dem Hausherrn die Tür aufgemacht, als sie gekommen ist. Und zwar reproduzierbar. Also das war etwas sehr Spannendes. Ein weiterer Versuch, der hat auf lustige Weise nicht funktioniert. Man hat sich gedacht, wie ist es, wenn man der Pflanze die Möglichkeit gibt, sich selber zu wässern, sich selber Wasser zu geben. Und das hat nicht funktioniert, weil die Pflanzen ersöpfen sich selber. Die nehmen sich immer zu viel, die hören nicht auf, sich selber zu gießen. Das Beispiel mit Feuerzeug. Ich weiß nicht, was du da meinst. Du hast einmal von dieser Dings erzählt, von wegen, man denkt sich, was wäre, wenn ich mit dem Feuerzeug jetzt zu einer von dem Dritten hingehe. Ja, die fangen quasi zum Quietschen an, ja. Aber bevor es überhaupt das Feuerzeug gibt. Und wenn du den Gedanken sozusagen dran hast, das war spannend. Wir haben
mehrere Forschungsgruppen da in Wien und du bist jetzt mit der Kristallheilungsgeschichte. Wir haben ja auch eine eigene Forschungsgruppe mit Pflanzenmusik. Und wir haben einen Vortrag einmal bei uns, einen Abendvortrag gemacht, da haben wir Probanden angehängt an eine Pflanze und haben bestimmte Heilungsinformationen in die Pflanze eingespielt und die Pflanze hat es an den Probanden weitergegeben und wir haben über medizinische, humanmedizinische Diagnosegeräte die Veränderung beim Probanden festgestellt. Ja? Direkt live vor dem ganzen Publikum auch mit dem Beamer genauso auch an die Leinwand geworfen. Und das ist etwas sehr Spannendes. Das Einzige, was uns einschränkt, ist unser quasi der Zeitmangel. Ja? Das bedeutet, dass wir einfach mehr Zeit bräuchten, mehr Möglichkeiten offen haben müssen, um da auf dem Gebiet weiter zu forschen. Vielleicht ergibt sich, wenn die BOKU da Interesse hat, eine Zusammenarbeit, die wäre von unserer Seite wäre sehr erwünscht. Ja. Wir könnten da sehr spannende Ergebnisse mal gleich einmal einschieben. Offene Geister dafür, ganz ja. Sicher. Ich umarme dich aufs Herzlichste. Danke. Gut. Hier haben wir ein anderes Szenario. Ich habe es aus der Fülle versucht, einzelne Aspekte rauszugreifen, um Ihnen quasi in einem Streifzug einmal die wichtigsten Elemente zu liefern. Das ist ein Jugendlicher, das sind Kinder von Damenhur, Jugendliche, die sich einem großen Auditorium von Gästen zur Verfügung stellen, um völlig spontan zu beantworten, was interessiert einen damenhoreanischen Jugendlichen? Was hat er für Bedürfnisse? Hat er alles oder geht ihm etwas ab? Wie erlebt er seine Jugend in der Gemeinschaft von Damenhore? Da kann jeder gefragt werden, unterschiedlich reagieren darauf, die haben eigentlich den meisten Spaß dabei gehabt. Damenhore hat sehr viele Dinge selber. Damenhur hat eine eigene Tageszeitung, hat eine eigene Währung, hat eine eigene Universität, hat eine eigene Schule. Und wenn ich eigene Schule sage, dann bedeutet das, dass die von klein auf behütet werden, diese Kinder, in verschiedenster Form, auch abwechslungsreich. Dass sie so viel als nötig mit den Eltern zusammen sind und so viel als möglich unterwegs sind. In Damenhur kann jeder fernschauen, wenn er möchte, aber es ist kaum jemand am Fernsehen interessiert, weil die Realität wesentlich spannender und interessanter ist. Wenn ich vorher gesagt habe, dass Damenhur Nuklei hat, also verschiedenste Wohngemeinschaften, dann ist es auch so, dass es ein Casa della Ragazzi gibt. Und wer kann sich darunter was vorstellen? Was ist ein Casa della Ragazzi? Bitte? Ein Jugendhaus. Frauenhaus, aber im positiven Sinn. Ragazzi ist männlich. Es sind bis auf einen einzigen Erwachsenen, was gesetzlich vorgeschrieben ist, sind alles nur Kinder dort. Selber ein eigener quasi Verwaltung. Der Erwachsene hat dort zu sein und hat es quasi zu schauen, dass da nichts passiert. Und wenn man dort reinkommt, da passen 14-Jährige auf 5-Jährige Kinder auf, mit einer Selbstverständlichkeit. Und die sind alle freiwillig dort. Die sagen, Mama, ich möchte ins Casa della Ragazzi. Man schaut sich an, ob das möglich ist, ob das Kind auch die Fähigkeiten dazu hat, quasi, oder schon die Reife dazu hat. Probiert es und das Kind kann dann eine Zeit lang dort bleiben. Und das ist etwas total Spannendes. Das ist völlig normal. Und ganz was Leichtes ist, dass ältere Kinder auf Jüngere aufpassen und sich keineswegs ausklinken und sagen, ja, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt sitze ich da und muss mit dem Gameboy oder solche Dinge. Das machen sie auch immer wieder. Ab und zu habe ich gehört, kommt dann jemand Erwachsener und sagt, leider, jetzt räumen wir mal die Kiste ab und legt einmal den Gameboy weg, weil